Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Heute natürlich wieder dabei der Len 16 oder wie ich ihn ganz gerne nenne, Lenne, Leo. Und neben mir der Evil Love Entertainment oder wie ich ihn gerne nenne, Ente. Ja, genau, der Ente. Hallo Lukas. Hallo Lukas. Hallo Leo. Entschuldigung, danke. Ich bin gerade so begeistert davon, dass das Spiel auf höchsten Einstellungen läuft. Oh mein Gott. Oh. Auch die Rüstung schaut schöner aus. Mit dem Clipping haben sie es aber mit der Rüstung und dem Textilien noch nicht so ganz drauf. Aber es gibt, glaube ich, das Spiel ist fucking 2000. Man muss dazu sagen, das funktioniert in keinem Spiel perfekt. Black Flag war 13, 3 war 12 dann. War 3 12? 3 war 12? Das heißt... Das ist 2010, Alter. Wenn nicht sogar 2009. Ganze irgendwann, 4 Jahre her. Irgendwann hatten sie mal 2 Jahre Pause. Ich glaube, es ist sogar älter. Es kann sein, dass es sogar nur 2009 ist. Es war eins der ersten Spiele, die ich auf der PlayStation 3 gespielt habe. Ja. Und nur das hast du gespielt. Du. Schon über dich. Ich war aber nicht durch. Was? Ich habe das Ende bei wem anders gesehen. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Die hat einen Zinken. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditoris Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt... Ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht, das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Knallharter. Knallharter. Knallharter Geschäftsmann. Wow. Dezio. Handelt mit Blumen. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Finger weg von meinen Wurfmessern. Bam, bam, bam. Okay. Wir sind der Herr der Blumen. Oh Mann. Oh, ist das schön hier. Ah, ne wahr? Ne wahr? Ne wahr? Das sag ich so häufig. Es klingt aber dabei einfach cool. Ja, dabei komme ich nicht mal aus dem Norden oder wo auch immer man das sagt. Köln. Ne wahr? Ne wahr? Ja, das klingt. Das hat der Stefan Rapp immer gesagt. Ne wahr? Ne wahr? Ne wahr? Ich glaube, das hat er dem Will Smith damals beigebracht. Ich glaube, daher habe ich es. Was, Will Smith? Er hat ne wahr Will Smith beigebracht? Ja. Oh, ich dachte jetzt schon, wir gehen zu den Dirnen. No. Und dabei gehen wir nur oben auf die Mauer. Mädels? Ich hätte gerne die Steuer. Der kann da nicht hochklettern. Ach! Das ist ein Balkon. Wirklich? Du kannst auf einem Balkon also nicht hochklettern. Nur, wenn daneben eine Rosenpflanze wächst. Weil du brauchst dich eigentlich nur reinschmeißen mit viel Schwung und dann bleibst du von alleine hängen. Schauen wir mal, was die hier brauchen. Die Söldner. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm. Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Der freut sich jetzt erstmal, dass er nicht mehr hier... gegen so Päpste und andere. Und was hast du gestern so gemacht? Ach, ich wollte eigentlich den Papst umbringen, aber hat nicht ganz funktioniert. Ist mir Minerva dazwischen gekommen.
hat mir eine Geschichte erzählt. Ja, die ratscht aber auch immer so viel. Die kriegst echt, die bringst echt nicht zum Schweigen. Und dann nennst du dich auch noch Desmond. Ich glaube, das ist er. Salve, Monsieur. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Bestimmt ein einsamer Mensch. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Vielleicht auch schon etwas Vergangenheit, ne? Also für uns ist es schon sehr retro. Ja. Sag bitte nicht, du bist dasselbe Denken wie ich. Nein, musstest du nicht. Okay, gut. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Ui. Lasst mal sehen. Wasserfall. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Jetzt hat er sehr viel gemacht. Ja. Jo, jetzt möchte man die hier benutzen. Sucht und damit ziehen. Und prüft die Ausrichtung. Guck mal. Yay. Bam. Ich hab das versucht am PC zu spielen. Hä? Keine Chance mit der Maus. Das hier? Ja. Echt? Mhm. Oh, fucking Hügel. Die Erfahrung hab ich da auch schon gemacht. Ja. Das Problem ist so. Hey, ich hab's doch noch zu weit hinten. The fuck? Na, jetzt ist es ganz anders. Nein. Ach komm schon, blöder Hügel. Ich stelle jetzt gleich einen Rekord auf. Nochmal. Unsichtbare Wand? Ich zieh mal. Probier's mal, ja. Ich zieh mal hier hin. Das jawohl! Huhu! Ach du Schande. Ah, zielen. Wird überbewertet. Dahin. Yes! Ja, das. Schaut ganz nach dem Treffer aus. Ja, es leuchtet nicht mehr. Der sollte treffen. Jawoll! Jetzt habe ich das Ding raus. Jetzt weiß ich, wie man mit dem zielt hier. Das ist mich überrascht. Die Kanonenkugel rollt nicht raus, wenn du nach unten zielst. Perfekt. Das ist aber auch echt scheiße. So. Ich mache euch. Oh. Ich weiß es nicht, wie es bei Kanonenkugeln ist. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Auf jeden Fall weiß ich, wie es bei Pistolen ist. Die haben ja hinten an der Hülse so ein leicht dickeres. Ja. Yep. Das wird einfach hinten reingetan und die Hülse bleibt ja auch da und beim Nachladen wird die rausgeschmissen. Yep. Aber ist ja bei so einer Kanonenkugel nicht so. Weißt du ja nicht, was für Kanonenkugeln wir da verwenden. Also für mich sahen die schon sehr rund aus. Sehr rund? Ja, okay. Vielleicht werden die ja mit einem Kleber festgemacht. Ich weiß ja nicht. Echt jetzt? Mit Kleber? Ja! Du, es du glaubst, die benutzen. Du glaubst, da kommt einer. Mist, mir rollt die ganze Zeit die Kanonenkugel aus dem Kanonenrohr. Was mache ich denn da am besten? Ah, ich weiß was. Ich benutze einfach Uhu. Der ja. Alleskleber für jedes Material. Patex. Nein. Gab's damals schon, habe ich gehört. Patex fixiert, fixt wieder und wieder. Oh, da klingt sogar ein Spruch. Das war doch Patex, oder? Ja, ja. Glaub schon. Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich hin? Nach unten, zum Eingang. Nach unten? Ja. Ich kann da nicht hoch. Ach, ich glaube, du kannst zum Eingang ganz runter. An welchen Eingang hast du jetzt gedacht? Ich dachte
der hier irgendwie so. Oh oh. Hast du es gesehen? Die Ragdoll hat sich so ab der Hälfte eingeschaltet. Dann kippt er so ein bisschen nach hinten. Ja, richtig. Sobald er auf diesem Mittelteil geknallt war. Ja, genau. Danach konnte ich auch nicht mehr greifen. Keine Chance, keine Chance. Ups. Pas de chance. Pas de chance. Aber jetzt bin ich unten. Shortcut to the lobby. Guck mal, das. Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Jolly ich Jumper. Hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Hallo. Nein! Hä? Jetzt? Bist du das Richtige? Ach so, das bleibt da stehen. Ich dachte, das rennt jetzt einmal im Kreis. Aufsitzen! Ich drück doch B! Die Musik ist schön. Ja. Oh, ich finde, sie erinnert irgendwie an so ein ja, so ein bisschen MMO. An Irland. Ja, ja. So ein Pub in einem MMO erinnert es. Ja, genau. Aber schön. Ich muss gleich niesen. Gesundheit. Danke. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Ja, sprechen wir nochmal in 10 Jahren darüber, Ezio. Naja. wir haben diese Schlachten hier schon geschlagen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß und viel Vergnügen. Tschüss.